So, liebe Leute, willkommen zurück zur dritten Episode. Wir haben ein bisschen was los hier und noch einen kleinen Stau. Beziehungsweise der Commuter, der muss hier noch runterfahren nach Landover. Wo er dann... Das ist das Beginning, fährt dann Landover und bleibt dann da unten stehen, beziehungsweise verschwindet. Der will noch da hier rein. Ich würde sagen, wir bauen jetzt vor allem diese Strecke hier aus, zweigleisig. Und da müssen wir uns hier mal mit dem hier was überlegen, was wir da machen. Ob wir da nicht vielleicht sogar dreigleisig fahren. Ich würde sagen, los geht's mit der Zeit. Und hier haben wir noch den Frachtzug, der will nach East Market um 12 Uhr. Und hier startet es schon wieder. Das kann was werden. So. Da war, du fährst jetzt bitte mal hier rein. Du darfst jetzt gleich hier hinfahren. Der fährt jetzt brav nach unten. Wir brauchen vor allem ein bisschen Money, damit wir hier zweigleisig rauffahren können. Ach du Scheiße, jetzt haben wir hier oben auch noch so einen Frachtzug. Müssen wir auf alle Fälle ausbauen. Das wird so nix. Ein bisschen vorlaufen. Effektiv viel zu viele Verträge aufgenommen. Der will auf 3 und du willst auch auf die 3. Das ist ein Problem. Aber wir können hier schon mal umstellen. Wenn er schon mal losfährt, dann steht er halt erstmal da. Geld. Vom Fahrplan, ja, es geht, also bei 2 ist einfach echt viel los. Wir müssen vor allem das dritte Gleis irgendwie nutzen und das vierte. So, lassen wir das mal ein bisschen schneller laufen hier. Ich stelle mal um. Der kann erst fahren, wenn der Frachtzug... Nein, wir machen jetzt mal die kleinen hier. Der jetzt vorbeigefahren ist, ja klar. Delay. Wegen den Verspätungen, die auch wieder kriegen. So. Du bitte einmal da rein. Und dich schickt man dann gleich hier hin. Sinn macht, dass man hier nochmal so ein Signal hin macht. Wird wieder 2000 Steine, ne? Vielleicht machen wir das gerade mal. Der fährt durch. Okay. Dann können wir jetzt da unten dann gleich mal wieder rauffahren. Ist da mal frei. So, währenddessen hier. Wäre natürlich geil, wenn wir hier so reinfahren könnten. No money. Das kostet uns Geld. Jetzt sind wir sogar im Minus. Oi, 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 oi. Ich will jetzt hier keinen auf Deutsche Bahn machen. So, unten. 12.04 Uhr. Stop that station. Viel zu viel Verkehr hier. 1900. So, dann, jetzt kann ich wieder nicht mehr bauen. Wir brauchen noch irgendwie eine Cross-Verbindung da so rüber. Und noch da. Oder du bist jetzt Gleis 3. Okay. Bisschen schneller vorlaufen lassen. Da werden wir das andere Gleis jetzt endlich mal freikriegen.
Der fährt nämlich ab um 12:04 Uhr und will dann wieder East Market fahren. Das wäre zu früh. Nächsten Computer. Ego besser gesagt. Ah, oh, jetzt will er schon losfahren. Okay. Gut, dann fahr doch mal schnell rauf. Gib Gas. Dann macht mal hier die Fahrstraße bereit. Wunderbar, dann haben wir jetzt das Gleis hier wieder frei. Da gibt es hier Kohle. Nice! 9000. Okay, jetzt können wir hier wieder umbauen. Wir können jetzt hier rauf fahren. Und wir haben jetzt hier so eine Kreuzung drin. Und einmal so. Passt. Und dann fährt er hier runter. Dann hätte ich gern. Halt. Es wäre so schön, wenn ich hier ein Signal hinbasteln könnte. Okay. Das wäre das. Noch ein Signal da. Ja, da habe ich mal die Aufnahme ganz kurz unterbrechen müssen, aber ich einen Anruf kriege. So, weiter geht's. Ich würde sagen, das passt erstmal. Jetzt schauen wir noch in die Verträge, Freight. East Market nach Anacosta und wieder East Market. Wir kommen da gar nicht runter. Das heißt, das können wir erstmal so vergessen. Riverdale und Anacosta. Riverdale, Anacosta. Das geht, wenn wir das auch runterfahren. Den nehme ich mal an. Auf Plattform 4. Und erst dann so runter. Licht passt, dann kriegen wir da wieder einen Punkt. Der fährt mir bitte so. Gut. Dann, während des normalen Laufs, schauen wir, was haben wir noch? Land over nach Beginning und nach Riverdale. Das könnte man mal versuchen. Auf Plattform 1. Dahin kann er mal fahren und dann bei Plattform 4 und dann auch da Plattform 4. In der Theorie. So, machen wir ein bisschen schneller hier. Wird dann noch viel wuseliger, wenn wir hier das Ganze upgradet haben vom Speed her. Waren ja jetzt alle nur noch 40. So, dann werden wir hier schon mal die Weiche stellen. Normales Speed für dich stelle ich schon mal. Kannst dann da reinfahren, du fährst dann so rüber. Okay. Nochmal nicht. Riverdale. Beginning. Und dann wieder Riverdale. Das machen wir auch nicht. Da haben wir schon genug dazwischen drin. Freight 7000. East Market. Beginning. Und wieder East Market. Der Plattform 3 wieder belegt. Für eine recht lange Zeit. Mache ich erstmal nicht. Ich auch nicht, da kriege ich zu wenig Geld. Können wir denn schon mal ein bisschen was upgraden? 4 und 2. Nö, erstmal nicht. Okay, müssen wir erstmal ein bisschen Geld hier machen. So, da musste ich jetzt leider nochmal unterbrechen. So, was ich meinte, der 628er kann dann abfahren, bevor der 8225er abfahren will. Das sollte sich ausgehen. Schauen wir mal. Das sollte automatisch wenden. Genau. Dann fährst du hier so. So und du fährst dann so. Dich schickt man da oben hin. Bleibt jetzt eh nicht so lang, oder? Ach, bis 14. Okay.
ob das endet hier so ein leichtes Chaos. Gucken wir schon mal bis hier hin. Ah, das könnte sich aber ausgehen. Dann du bis zu dem Sektor. Ja, das geht sich aus. Gib dich frei und fährst auf Plattform 3 ein. Du bist ja auch hin. Schalten da um. Und da rein. Ja, perfekt. Du bist dann eh... Na, da bist du nur nach Anacosta. Sehr gut. Nice. Ja. Aber den Part hier, den müssen wir da irgendwie umbauen. Da bin ich echt noch nicht glücklich damit. Ja, das will ich annehmen. Wunderbar. So, haben wir zwischendrin. Das will ich nicht. Riverdale, Beginning Riverdale machen wir auch nicht. Auch nicht. Gut. Du fährst hier hin. Du fährst dahin. Und schon mal freigeben. Ja, sehr gut. Der Zug da unten, der interessiert uns nicht, weil der verschwindet von allein. Ich freue mich, wenn die Map dann richtig groß wird. Dann wird's hektisch. So, ich muss mir noch da reinschicken. Also wir brauchen dann auf alle Fälle, wo ist das mit Automation? Root Q, das brauchen wir, 20 und 5. Das wäre super praktisch. Gerade bei den Autosignalen. Jetzt haben wir schon mal 8, 2. Commands can be changed with Autosignal. Ach doch, machen wir das mal zuerst. Dann müssen wir Autosignals upgraden. Vielleicht ist es eh schon das. Machen wir kurz Pause. Ich möchte einen Rechtsklick. Wieso kann ich das nicht machen? So, Autosignal. Das da. Einmal upgraden. Und genauso wie. No money. Aber jetzt sollte theoretisch das hier gehen. Bam, bam, bam. Kann ich so nacheinander klicken. Nice. Hätten wir das auch mal. Da unten kommt der nächste so schnell gar nicht. Ja gut, dann müssen wir jetzt eigentlich, wie sagen, müssen wir die Signale upgraden. Oder sollen wir das jetzt erst neu machen? Aber auf alle Fälle brauchen wir erstmal ein bisschen Money. Das auf 1 zusammenführt. Ich weiß nicht. So. Der nächste fährt dann. Achso, ja, kann nicht weiter, weil es einfach Autosignal ist. Immer ein bisschen fast forwarded. Okay, dann können wir dem gerade die Fahrstraße zurück wiedergeben. Also so, so und so. Du fährst so. Echt so viel wie das normale Idee, oder? Ne, 8000, 2000 weniger. Okay, haben wir wieder Fracht oder so etwas? Land? Na, das können wir eh nicht machen. Landover, Beginning, Landover. Da kommt der nächste Zug so schnell gar nicht. Das heißt, das können wir wieder machen. Haben wir ein Intercity, Riverdale nach Landover. Aber gerade ein bisschen viel Verkehr. Machen wir das noch Landover Beginning, Landover. Aber da werden wir vermutlich kaum Geld kriegen, weil da wird einer 70 fahren. Der ist ein Computer nach einer Costa, das geht gerade eh an nicht. Da ist mir zu wenig. Ja, 133. Na, wir brauchen da schnellere Tracks. Das macht sonst keinen Sinn.
So, du bitte hier dahin. Money, money, money. So, und weiter geht's noch nicht. Das Signal da entfernen macht keinen Sinn, aber vielleicht in der manuelle ist, weil dann können wir ihn schon mal losschicken, während der rausfährt. Dafür mal Geld ausgeben. So. Aber jetzt was Interessantes. Riverdale beginnt. Nein, Riverdale. Der fährt einfach durch. Riverdale nach Landover. Was? Warte mal, und zwar auf Plattform 4. Also wir müssen jetzt da gleich die Weiche stellen, dass du dann so fährst. Ja. Das heißt, eigentlich braucht man hier noch eine Verbindung irgendwie so. Kompliziert. Passt, aber da kriegen wir jetzt garantiert nicht so viel Geld, weil der halt einfach langsam. Ah, scheiße, wir haben wieder einen Frachtzug. Kannst du übersehen. Du kannst schon mal losfahren. Wer ist dann. Ah, ich kann es halt nicht auswählen. Wer ist dann schon mal hier hin? Und zwar hat man bis. Das hier wieder braun wird, ach, das wäre irgendwie so schön, wenn man das halt schon mal auswählen könnte. Penalty. Nochmal umgangen. Perfekt. Ja, was mache ich denn hier mit dem hier? So. Und, warte mal, vielleicht können wir das gerade machen, dass wir die Plattform ändern können. Ja, scheiße, da braucht es 10. Okay, dann haben wir das noch eine Verspätung. Muss ich mal ganz kurz räuspern. So, da bin ich wieder. So. Wir kriegen noch 1500. Nee, das macht keinen Sinn. So, da werden wir jetzt mal ganz kurz warten müssen. So. Perfekt. Jetzt haben wir 11.000. So, jetzt werden wir hier mal Tabula Rasa machen. Und wenn hier das ganze Zeug abreißen. Es wäre jetzt irgendwie ganz cool, wenn man da die Sachen markieren könnte. Die Sachen abzureißen. Okay, ich krieg wieder das volle Geld zurück. Das ist super. So, und wie machen wir das jetzt? Also die Hauptstrecke geht irgendwie so. So. So, dann ist das wie die Hauptstrecke, die dann so drüber geht. Hier hätte ich gerne Kreuzung. Hier können wir dann hier so hochfahren, dann kann der da reinfahren ins Gleis 3. Beziehungsweise hier so rüber. Dann hier die Hauptstrecke kommt da rein. Ach, so wäre es jetzt irgendwie geil. Aber dann müssen die da irgendwie da runterkommen. Machen wir das hier so.
jetzt aber irgendwie scheiße aus. Mal hier noch so runterfahren. Irgendwie so. Eine Signalplatzierung. Wenn ich jetzt hier auch noch... Nein, ich kann das jetzt hier nicht machen, ne? Die Verbindung macht da gar keinen Sinn. Und da vielleicht ein Ausweichgleis. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal so. Und wir machen ein manuelles Signal. Hier. Weg. Manuelles da. Wobei, na, hier darf es, glaube ich, darf es auch mal automatisch sein hier. Aber in die andere Richtung. Okay. Das machen wir auch weg. Vielleicht können wir da sagen. Nee, das macht nicht Sinn. Kommt man von da, kommt man nicht darüber. Das ist schade. Wir bräuchten noch ausnahmsweise so eine Verbindung. Dass sie dann da so runterfahren können, auf, damit sie, wenn sie da rein wollen. Okay, machen wir das erstmal so. So, vorspulen. Ja, ich weiß. Sieht jetzt nicht so schön aus. So, jetzt machen wir erstmal Upgrade-Punkte hier. So, der will... Beginning und dann wieder Riverdale. Beginning 2. Land, dass er den Weg jetzt nimmt. Ja, gut. Ja, klar, wegen dem Signal. Müsste er ja stehen bleiben. Aber jetzt kann ich es erstmal so machen, weil ja sonst eh nichts da ist. Gut. Währenddessen haben wir hier. Das ist uninteressant. Landover. Das ist hier unten. Beginning und Landover. Landover und Beginning. Der hier rüberfährt, der kommt halt auch nicht. Ne, wir müssen hier nochmal umbauen, das passt so nicht. Ich würde gern von da. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ja, genau, so will ich das. Und das ist aber dann überflüssig. Aber na, scheiße, wir müssen jetzt ja von da. Das ist. Doch, das macht schon Sinn. Da nach. Ach, scheiße, ne? So geht's halt nicht. Das macht. Macht schon Sinn, dass man dann hier so runterfährt. Das hatte ich doch eigentlich gerade gehabt. Wir müssen hier irgendwie runterkommen. Der Strecke da. Dann halt einfach nur. Kann das leider nur so machen. Sieht dann halt scheiße aus, aber. Okay. Das heißt, der da oben, 4000, Landover, Beginning. Landover. Dann machen wir jetzt noch ein Autosignal hin und zwar einmal da und da. Dafür habe ich kein Geld mehr. Okay, weil dann nehmen wir das jetzt mal kurz an. Landover Beginning, Landover mit 4000.
Der fährt von Riverdale nach Beginning mit 3064. Der will weniger Speed. Riverdale, Beginning, Riverdale. Ah, da ist schon so vieles los. Also gehen wir mit Landover, Beginning, Landover. Auf Plattform 1. Und du fährst dann auf 4. Dann gehst du mir da erstmal in den Weg um. So, dann haben wir das erstmal. Dann kann der da wieder zurückfahren. Ja, passt. Ja, ganz schön was los im Beginning, ne? Gut. Währenddessen, der wäre noch 64, der wäre 80, 77. Länder war Beginning, Länder war Spell. Ah, der kriegt ja de facto kein Geld mit 1000. Das mache ich auch nicht. Über der Beginning. Aber der wird dann hier so fahren. Na, mal schauen. Also du fährst dann erstmal so. Da kommt jetzt dann gleich Computer, Fracht und wieder Computer. Das Plattform 1 ist halt einfach total ausgelastet. Und wenn ich von 4 nach Beginning fahre, dann müsste dann theoretisch so fahren, aber das wird er vermutlich nicht. Ey, da ist einfach zu viel los. Yes, annehmen bitte, danke. Stop for 1 minute in Riverdale 3000. Schaut euch mal den Fahrplan an. Da kriegen wir erstmal so nichts rein. Sind die Gleise einfach belegt? Oh, Landover, da will was rein. Hat er nicht Auto-Accept an? Der will nach Beginning und dann nach Beginning 4 und dann Riverdale 4. Hätten wir das schon mal gesetzt. Du wirst wieder auf die 2. Sei dir mal gegönnt. Mal ein bisschen schneller hier. Aber ich will nicht allzu schnell machen, weil ansonsten verpasse ich da noch einen Zug. Das kostet Geld. Aber wir können wieder ein Upgrade machen. Wir machen nichts von hier. Backspeed, Upgrade. Das ist schon mal geil. Aber das sind teuer. Kosten 1000 pro Segment anstatt 400. Wird sich auf alle Fälle die Hauptstrecke anbieten für das. Also beide jetzt, de facto. Wobei das hier ein bisschen blöd ist. Wäre ich am liebsten so gefahren. So. Speed up. Du fährst um 13.14 ab und der um 13.16 und der wird nach Riverdale. Und dann setzen wir ihm das dann gerade schon mal. So. Auf Plattform 4. Wäre es noch irgendwie cool, gerade wenn ich zum Beispiel jetzt so bin, dann sehe ich jetzt rechts unten die Station nicht mehr.
wenn dann irgendwie so ein Pop-up kommt mit, hey, da ist ein Zug, der wartet auf Abfahrt oder sowas. Die Übersicht da unten nutze ich eigentlich kaum. Echt nur selten. Mal schauen, ob das dann anders wird, wenn hier dann richtig viel los ist. So, derweil um 16 abfahren. Gleich mal so weit. Jetzt geht sich auch ganz gut aus. Er will auf Plattform 3. Nice. Jetzt läuft er jetzt. Wunderbar. Der freut sich, der Bruder. So, was kommt als nächstes? Auch wieder Computer. Die Plattform 2. Machen wir das hier schon mal so. Erst zu. Dann könnten wir schon die ersten Tracks upgraden. Weil dann kriegen wir natürlich gleich schon mal viel mehr Geld, wenn die da halt schneller fahren. Anfangen werden wir gleich mit dem Segment bei Riverdale. Das glaube ich jetzt mal hier so machen. Und zwar Change Track Speed. Mal. Fünfmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Mal. Leisten. Okay. Warte mal erst wieder Money. Das ist halt wirklich aussteuern, ne? Erst dann hier nach da. Oder? Ja. Das muss man aufpassen, nachdem wir jetzt ein paar haben, die halt auch woanders hinfahren wollen. Dass wir es auf ein richtiges Gleis hinschicken. So. Der Kandidat macht wieder Plattform 2. Hier rauszoomen, weil sonst übersehe ich gerade wirklich ein Zug. Er fährt dann wieder so. Ja, ein bisschen eintönig, aber mir macht Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Frachtzug East Market nach Anacostia und dann wieder East Market. Aber wie kommt er halt einfach nicht nach Anacostia runter? Doch fehlt's an der Verbindung. Wüsste ich wie gerade. Also nichts für uns. Da haben wir noch Riverdale. East Market nach einer. Ja, das wäre das gleiche. Riverdale Beginning Landover. Das könnte man schon noch irgendwie hinkriegen, wenn wir hier einen Slot kriegen. Jens, dich muss ich mal kurz revidieren. Du fährst so, so, so. Riverdale. Ah, das ist halt einfach ziemlich eng getaktet hier. Ja, das wird, na, vielleicht nach 13.50 was. Timetable. Da, ja, 13.50, das könnte man 13.50 noch irgendwie hinkriegen. Oder? Der weg ist unten auf Gleis 4. Könnte noch gehen. Dann kommen wir vermutlich dem wieder in die Quere. Ne, machen wir nicht. Auf 13.50 warten. Dann mal schauen. Ach, das ist jetzt hier wieder falsch. Das ist ein bisschen doof.
Okay, 10 Minuten noch. Da schaut sie, wie schnell der schon wieder fährt. Und dann haben wir hier wieder einen Frachtzug. Den geben wir gerade schon mal grünes Licht. Soll der hier erstmal so reinfahren? Stell ich mal vor, dann so amerikanische Frachtzüge mit 16 und mehr Wagen dann da hinten dran. Was dann da los ist auf der Strecke. So. Du musst erstmal hier kurz warten. Bis er da hin? Dich machen wir gerade schon mal so. Dich machen wir so. Dann kannst du gleich da reinfahren. So, und dann sind wir auch schon wieder bei 36 Minuten. Wenn der jetzt dann da reingefahren ist, machen wir da mal einen Break und dann mal schauen, wie es weitergeht in der nächsten Episode und hoffe, es gefällt euch. Lasst einen Kommentar da und ja, probiert auch selber mit dem Thema aus, kostenlos, einfach auf Steam runterladen. Also, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Tschüss.